B4.4. Ermitteln Sie rechnerisch, für welchen Wert von x das Volumen der zugehörigen Pyramide ABCD2 um 80% kleiner ist als das Volumen der Pyramide ABCDS. Was müssen wir alles berechnen? Einmal hier das Volumen der Pyramide ABCDS, das haben wir noch nicht. Und der zweite Teil ist jetzt hier das Volumen der Pyramide ABCD2. Und ganz wichtig, sie ist um 80% kleiner. Da aufpassen bei solchen Fragestellungen. Was bedeutet das mit den Prozentzahlen? 80% kleiner heißt, es sind noch 20% übrig, also diese Pyramide hat 20% des Volumens wie das von ABCDS. Gut, wie gehen wir vor? Wir berechnen mal zuerst das Volumen der Pyramide ABCDS. ABCDS ist gleich. Dann, falls man die Formel nicht auswendig weiß, einfach Formelsammlung hernehmen. Pyramide Seite 10. Ja, da kommen Sie die besonderen Körper und dann ist hier die Volumenformel zu finden. Ein Drittel mal Grundfläche mal Höhe. Jetzt gehen wir mal ganz nach oben und schauen uns an, was haben wir als Grundfläche und als Höhe. Ja, da können wir sogar an die Angaben ganz am Anfang gehen, weil da steht alles drin. Wir haben als Grundfläche eine Raute und als Höhe die Strecke AS. AS ist hier angegeben, die kennt man also die Höhe. Und Rauten, die Flächenformel für eine Raute, die finden wir hier auch in der Formelsammlung, ein bisschen drüber, 1/2 mal E mal F. E und F sind hierbei die Diagonalen. Und wenn ich jetzt hier die in unserer Pyramide die Diagonalen nehme, sind AC und BD und die haben wir auch hier angegeben. Also ist alles bekannt, was wir für unsere Volumenformel brauchen. Ein Drittel mal die Grundfläche. Übernehmen wir die Volumenformel 1/2 mal. E war die Strecke AC und F entspricht der Strecke BD. So, damit ist unsere Raute vollständig und es fällt hinten dran nochmal die Höhe. Das war die Strecke AS. Wir setzen alles Bekannte ein. AC waren 11 cm, BD waren 6 cm und AS waren 9 cm. Das tippen wir jetzt in den Taschenrechner, beziehungsweise können sogar im Kopf noch ausrechnen. Das sind 99 Kubikzentimeter. Okay, erster Teil erledigt. Jetzt brauchen wir die ABDP2. Hier heißt es, sie ist um 80% kleiner, also sind noch 20% übrig. Da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. 20% in eine Kommazahl umrechnen und damit hier die Originalgröße multiplizieren oder wir wenden einfach einen ganz normalen Dreisatz an. Ja, machen einen Dreisatz, 100% entsprechend demnach die 99 Kubikzentimeter. Wir brauchen 20%, das entspricht, ich nenne es jetzt nicht x, weil wir haben hier oben drin in der Aufgabe schon etwas, was x heißt, nenne ich es jetzt einfach mal z. So, ich fange jetzt hier mit der Variable an. Z ist gleich. Und jetzt, ja, z-förmig aufstellen. Das heißt, 20 mal 99 durch 100. Ja, 1 durch, also mit z beginnen. 1 mal 2 geteilt durch 3, so z-förmig. Das kann man jetzt in den Taschenrechner eintippen. Und dann kommt raus, das sind 19,8 Kubikzentimeter. So, was wissen wir jetzt? Das ist das Volumen der Pyramide ABDP2, die hier oben. Jetzt soll man aber das zugehörige x ausrechnen. Wie kriegt man das jetzt? Wir wissen jetzt einerseits, das Volumen ist so groß und, Überraschung, wir haben hier oben eine Volumenformel ausgerechnet. Zuerst mal einfach nur hergehen und dieses Volumen hier in diese Volumenformel einsetzen. Der Pfeil war jetzt ein bisschen ungeschickt. Hier vorne für das Volumen. Ja, also folgt daraus. Nächster Schritt. 19,8. Das Volumen von ABDP2 ist gleich. Und die Volumenformel hieß 49,5 minus 3,47x. Oder wenn man es aus der Angabe nimmt, ist es genau andersrum aufgeschrieben. Minus 3,47 x plus 49,5.
Ja, das kann man jetzt solvern und dann kriegt man das x raus oder wir lösen es über Äquivalenzumformung. Das heißt, Kommandostrich zuerst die 49,5 wegbringen mit minus 49,5. Dann haben wir hier minus 29,7 ist gleich minus 3,47x. Ja, ist egal, ob man die x auf der linken oder auf der rechten Seite sammelt. Und jetzt teilen wir durch den Faktor, der vor dem x steht, also geteilt durch minus 3,47. Und da kommt raus, x ist gleich 8,56. So, damit haben wir unser x gefunden. Für x gleich 8,56 bekommen wir einen Flächeninhalt, der 20% der ursprünglichen Pyramidengröße ist. Also ein Volumen, das um 80% kleiner ist.